Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Echo, eine weitere Folge und ich bin mal nicht im Live-Let's Play, ich bin mal einfach so auf dem Server und bereite die Folge für Sonntag vor, beziehungsweise ich hatte nur bis Samstag aufgenommen, deswegen fehlen mir Folgen. So, jetzt habe ich ein Problem, ich habe nichts zu futtern. Wo ist mein Lagerfeuer hin? Da habe ich es hingesetzt. Ich hoffe, dass ich hier noch was drin habe. Storage. Bisschen Fett, bisschen Blaubeeren. Hier irgendwas machen. Haben wir irgendwas grün? Fettblaubeeren haben wir gar nichts. Dann sehen wir vielleicht mal ernten. Vielleicht können wir noch ein bisschen. Vielleicht haben wir noch was in den Kisten. Mal ganz viel Sand. Da können wir einen Sandstrand aufkippen. Brauche ich was arbeite, muss ich was essen. Ich glaube, hier war es bald nichts mehr drin. Mal ganz unten in die Kiste. Ach, komm her. Blaubeeren, Blaubeeren. Sehr gut. Ach, da unten hatte ich ja noch Blaubeeren drin und jetzt sehe ich das unten in der Leiste. So, wir werden die erstmal. Too hungry to work. Ich will die ja essen, ihr Kerle. Huckleberries, Huckleberries. So, dann gibt's halt erstmal ein bisschen was Vegetarisches. Gut. Das haben wir. Ja, zuletzt haben wir hier die Hütte fertig gebaut, beziehungsweise hier den auf dem Balkon. Und da ist ein Baum gewachsen, unten in der Erde. Das würde ich ganz gern so lassen. Mal gucken, ob wir hier vielleicht noch ein Stück Holz dran setzen, aber ich glaube, das sieht dann komisch aus. Ich lasse das vielleicht lieber Erde. Hier mal ein kleiner Tisch. Aber hier wächst da in das Haus mit rein. Deswegen werde ich, glaube ich, mal diesen Ast hier entfernen. Der müsste jetzt mit der Zeit verschwinden. Na, da ist er weg. Genau, so kann der bleiben, der Baum. Dann darf er gern da neben am Haus sein. Durch den Balkon durchgewachsen. Die Natur bahnt sich ihren Weg. Ja. Schön. Wunderbar. Ja, ganz gut geworden hier. Stehen lassen. Welchen Gründen noch immer. Probieren hier mit der Erde? Nee. Nee, das ist Quatsch. Das packen wir mal weg. Ist hier der Weizen? Wächst der nicht richtig? Der ist so klein. Da wächst der. Ach genau, das andere war ja Mais. Alles klar, verstehe. So, ich werde jetzt mal hier in das Feuer gehen. Das packen wir in das Feuer rein, das Holz. Auch nicht. Okay. So, packen wir es hier in die Kiste. Oh, das ist aber auch nicht gut. Den Ast nehmen wir, glaube ich, mal lieber weg. So, mit meinem Karren hier noch durch kann. Ist eigentlich, oder? Lass mir den Baum so da. Natur ist immer gut. Oh, die Sonne geht unter. Das ist natürlich blöd. Jetzt direkt am Anfang geht hier die Sonne unter. Fantastisch. Das ist mein Minenkarren. Minaswood Card. Wunderbar. Genau, der Weg wurde ja gebaut. Das wurde hier verdichtet. Wunderbar. Ich muss noch mal kurz gucken. Ich habe unten gesehen, dass da ein Loch in der Wand ist, beziehungsweise werde ich wahrscheinlich so ein paar Fenster da reinmachen. Es fehlen sowieso noch Fenster, ne? Eine ganze Menge sogar. Habe ich hier noch irgendwie Holz? Storage? Nee, das habe ich alles wahrscheinlich draußen noch in den Kisten. Das ist nämlich alles leer. Fehlt auch noch irgendeine Bank, oder? Schippe, das ist das Skillbuch. Kann ich mal hier in den Tisch legen. Ja, zum Status von Echo. Echo läuft im Moment nicht so gut. Also der Server läuft nicht so gut. Hier ist nichts drin. Ah, da ist die Werkbank.
Er ist jetzt in letzter Zeit des Häufigeren abgestürzt. Des Häufigeren, des Öfteren abgestürzt. Die 5.6er-Version von Echo ist anscheinend auch nicht das der Weisheitsletzter Schluss. Auch das Holz mit der Axt rausschlagen können. Also das scheint auch nicht noch nicht so weit zu sein, dass die 5.6 irgendwie spielbar wäre. Und der nächste Nachteil ist, der Spielstand ist auch nicht kompatibel. Also wenn die 5.6 rauskommen sollte, dann werden wir diesen Vibe machen und dann werden wir auch gemeinsam an einer Stelle starten, so nicht, dass jeder Herd einfach seinen einzelnen Part für sich craftet und dort entsprechend sein eigenes Haus hinzimmert und somit unnötig vielleicht Ressourcen verbraucht. Also das soll alles ein bisschen mehr gemeinschaftlich werden. Und ich werde es so machen, dass wir bei der 5.6 nicht mehr gemeinsam spielen, beziehungsweise wer vielleicht in einem der letzten Streams dabei war. Ich bin ja dabei, zusammen mit G-Portal mir hier Server stellen zu lassen und die wollen auch in naher Zukunft Echo anbieten als Server. Und ich würde ganz gerne dann praktisch mein Let's Play hier auf dem Server weitermachen. Beziehungsweise mit ausgewählten Spielern. Und der Server wird dann auch nur für das Let's Play starten und laufen, so dass der Fortschritt halt für das Let's Play gleich ist und ich nicht hier reinkomme und irgendwelche Megabauten hier stehen. Das ist irgendwie so mein Part für dieses Let's Play, oder das ist nicht so gedacht für dieses Let's Play. Das heißt, wir werden wahrscheinlich dann gemeinsam irgendwas bauen, ein Konzept oder sowas, das muss ich mir noch überlegen. Aber trotzdem wird es weitere Echo-Server geben, nämlich für euch, dass ihr auch praktisch dort spielen könnt. Und ich werde dann auch mal ein paar Folgen dazwischen schieben, wo ich dann diese Server besuche und dann praktisch das zeige, was so andere gebaut haben. Das ist mein Plan. Also konkretisiert wird es dann noch, wenn es soweit ist. Im Moment ist das so meine grobe Vorstellung, wie es laufen soll. So. Sanding Block. Der? Factor One placed. Sind Werkzeuge, ne? Die geben uns wahrscheinlich weitere Rezepte. Da brauchen wir noch vier. Wir werden hier mal ein paar herstellen. So. 24 Sekunden pro Board. Und dass das langt. So, ich muss mal ganz kurz gucken, was hier so in den Kisten noch drin ist. Das können wir zum Beispiel hier in das Inventar machen. Ja, wie gesagt, also es soll so werden, dass wir praktisch das Let's Play auf dem Extra-Server machen. Also erst zu 5.6, jetzt noch nicht. Ja. Und dann schauen wir mal, wenn wir praktisch extra Server haben für die Community. Und so ist mein Plan. Schauen. Aber wie gesagt, konkret ist dann erst, wenn es soweit ist. So, hat er gesetzt. Mal die Kisten so nach und nach abbauen, damit hier der Weg wieder frei wird. Ja, und jetzt müssen wir mal gucken, wie es jetzt aktuell hier mit... da ist ja noch ein Fenster drin, sehr gut. Wie es hier mit Echo weitergeht. Also wenn der Server weiter so instabil läuft, wie er es bisher getan hat, dann ist es natürlich etwas blöd. Im Moment läuft er. Wir mussten ein Backup zurückspielen, was dann fast 24 Stunden Verlust hatte. Und da musste halt die Community hier Sachen wieder aufbauen, die sie vorher gebaut haben. Und einige spielen schon so intensiv, dass das natürlich auch 24 Stunden einen ordentlichen Verlust bedeutet. Es ließ sich leider nicht ändern. Der Server ist einfach immer wieder abgeschmiert. Und was es da für Gründe gibt, wissen wir auch nicht so genau. So. Bleibt das da drin? So aus. Da können wir noch ein Fenster hier einsetzen. Das ist denn dieses hier. Was ist denn das für ein Fenster? Achso, da soll Glas drin sein. Man sieht nur das Glas nicht, ne? Das war eins von diesen Fenstern, die ich gar nicht mag. Egal, um das jetzt hier wegzumachen, passt das einfach schon. So. Ist die Tiere spawnen immer noch auf dem Dach? Unbefriedigend. Das scheint so was zu sein. Was sich jetzt nicht ändern lässt. Können wir Kisten übereinander stapeln? Geht, ne? Mache ich da nämlich zu. So.
Werden wir die hier in der Ecke stapeln und die eine Seite werde ich zumachen. Brauche ich mal kurz Holz, aber wahrscheinlich kriege ich das hier draußen beim Umräumen sowieso. Ja, das ist so ein bisschen zu den Plänen. Deswegen bin ich auch hier alleine, um mit euch hier so zu sprechen und nicht durch den Chat abgelenkt zu sein. Und das so ein bisschen zu erläutern. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Es ist halt nur eine Alpha, ne? Und das ist auch mit ein Grund, warum jetzt die Entwickler hier noch nicht das Spiel final rausgegeben haben. Jetzt überlege ich gerade, machen wir die Fenster ein. Da wieder eins. Ja, und das. So. Mal drei einzelne Fenster. Ja, wir machen da nochmal Kisten dann hin und dazwischen jeweils ein Fenster. Ich glaube, das. So. Da nochmal Kisten hoch. Oh, das muss noch passen. Gut, Holz packen wir mal in die untere Kiste. Ja, irgendwie merkwürdig. Ich habe ja die ganzen Folgen zuvor immer nur im Live-Let's Play aufgenommen. Jetzt bin ich hier für mich, um euch noch ein bisschen was zu erzählen und eigentlich um hauptsächlich die Ach, Emira, guten Tag. Hauptsächlich um euch so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten und hier auch ein bisschen rumzuräumen und einfach das zu nutzen, mit euch zu quatschen. Ich bin ganz schön still und einsam und es ist dunkel. Sonst wuselt das ja immer. Wenn ich also die Aufnahme mache im Stream, dann wissen die Leute, ich bin da und dann spielt ihr alle mit. Und wirklich richtig spielen eigentlich nur 10 Leute oder sowas aktiv. Das ist genau das, warum es sich meist nicht lohnt, einen riesigen Server aufzusetzen oder solche Sachen. Weil die Leute dann immer nur kommen, wenn man selber streamt. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Aber man hat jetzt so eine ganz gute Vorstellung, wer gerade so wirklich aktiv ist und Lust auf dieses Spiel hat. Und das werden dann auch zum Teil Leute sein, die dann halt mit dem Let's Play wieder mit dabei sind. Aber trotzdem will ich euch nicht ausschließen, ne? Also ihr könnt natürlich, ihr kriegt natürlich entsprechend Server, auf denen ihr spielen könnt. Und da müsst ihr halt sehen, ob ihr das nutzt, weil ich meine, das Spiel lebt von einem Multiplayer, von einer Gemeinschaft und aktiven Spielern. Und wenn ihr nicht aktiv seid oder euch nicht absprecht im Spiel, dann ist das ziemlich. Ah, letzten Stack Holz, sehr schön. Kriege ich die Kiste dann abgebaut? Das müsste eigentlich gehen. Dann ist das Spielprinzip halt obsolet. Also, weil das Spiel lebt halt nun mal davon, dass man gemeinschaftlich spielt und das auch nutzt, die Gemeinschaft. Überlege ich gerade, ob ich Kisten hier so reinstelle, aber das wird dann ziemlich eng, ne? Wenn ich jetzt hier so nebeneinander stellen würde und dann bis hoch, dann könnte ich die Fenster auch wieder groß machen. Gehen wir so um die Kisten rum. Eine Kiste würde noch hinpassen. Ne, ich habe lieber Freiraum. Das lassen wir schon so. Das passt. Ja, so viel dazu. So viel zum Let's Play von Echo. Was habe ich denn hier eigentlich gemessen? Quatsch, habe ich gemessen. Ja, 3 Platz, die da. Naja. Whatever. Oh, die Stille hier. Oh, eine Kerze. Gleich setzen. Und das können wir hier einsortieren. Das können wir vielleicht noch anpflanzen dann. So, jetzt machen wir praktisch Aufräumen, Arbeiten und Quatschfolge. Also nicht in Form von Quatsch machen, sondern von miteinander reden. Oder ja, Quatsch. Ich rede und ihr hört zu. So. Ach, wir haben eine Kiste im Inventar. Ist ja auch nicht schlecht. So, wo hängen wir denn ein Lichtlein hin? Können wir das über die Tür hängen? Muss aber auch immer Brennstoff. Das ging ja. Muss hier irgendwo stehen. Haut nicht hin. Es ist noch so ein bisschen, da würde ich mir halt mehr so ein, wie das auf dem Piktogramm auch zu sehen ist, halt so ein Wandlicht wünschen. Die Kerze jetzt einfach mal dahin. Die Kiste stacken wir. So. Wenn wir da 6 Kisten haben, das müsste eigentlich reichen. Mal fest davon aus. So, was ist hier drin? Erde, eine ganze Menge. Die brauche ich ja, glaube ich, um diese Dachschindeln zu konstruieren. Und das war, glaube ich, hier in der Bank, oder? Könnten wir die eigentlich mal arbeiten lassen. Crafting und genau, Roof, da brauchen wir noch ein bisschen
Auch noch ein bisschen Holz dafür. Guck mal hier, da oben wird Bezahlung gehen raus. Die Mauer wurde bezahlt. Für was? Paid Repay Taxes, sold coal. Ah. Der Kohle verkauft, habe ich das auch richtig? Ah, Femia traded at mit PV Store und hat 30 Kohle verkauft, weil mir PV anscheinend Kohle haben möchte. Das sieht man oben in dem Chat, sieht man, dass hier praktisch gehandelt worden ist. Ja, auch ein Prinzip davon, dass man Sachen anfordern kann und für sein Geld bekommt. Auch wenn man nicht online ist übrigens. Also man muss dann nicht online sein, man kann das einfach in dem Laden anfordern. Die Sonne geht auf. Ne, der Mond geht auf. Ja, jetzt haben wir noch zwei. So, müsste doch langsam. Bald haben wir die Kisten weg. Ist auch ganz gut. Können wir das Holz noch da reinmachen? Da kann ich die Axt draufschlagen. So. Können wir noch so ein paar Dachschindeln ansetzen, damit wir das Dach bald komplett haben. So, dann müssten wir eigentlich die Kiste auch abbauen können. Genau. Packen wir das erstmal hier rein. Und die Kiste. Hm, was machen wir denn? Wieder eins frei, wieder ein Fenster. Kommen wir so schlecht dran? Ne, wir setzen hier oben drüber. Oh. Mist. Wahrscheinlich mehr Stauplatz, als wir jemals mal jemals Material haben werden. So, bei dem Schutt. Da könnte ich mal gerade. Ne, packe ich erstmal in eine der Kisten. In die zwei. Unten war ja Holz drin. So leichte Latenzen stelle ich auch fest. Oh, Erde. Die kommt da rein. Schutt. Sehr gut. Beziehungsweise Steine, damit wir Wände machen können. Weiter. Oh, wegen einem bin ich jetzt gelaufen. Na, Wahnsinn. Ja, in der 5.6 werden auch Bagger und so ein Kram drin sein. Da kannst du dann richtig großflächig hier umräumen. Und hier haben wir Klump. Was ist denn? Opa-Ohr. Das kann man dann nur einschmelzen. Ich pack's mal da rein. Das habe ich noch gar nicht, ne? Schmelze habe ich noch gar nicht. Das sind auch die dann Giftstoffe freisetzen, wenn man da einschmilzt. So, die Sonne geht auf. Sehr schön. Wir haben ein bisschen gequatscht. Ich habe ein bisschen umgeräumt. Jetzt nicht so lange Umräumaktionen im... Ups. Im Stream. Zack. Glaube ich das Maximum. Oh. Könnte man wieder eins freimachen. Wieder eine Kiste, aber dann wird das hier ziemlich knapp. Wird das eine knappe Kiste? Können wir die mit in den Keller nehmen, denke ich mal. So, was haben wir hier? Dächer, Rampen, ein paar Bretter. Können wir zum Beispiel in die Werkbank machen. Das sind hier alles Skills, die auch zum Teil an der Werkbank entstanden sind. An dem Zeichentisch. Bisschen Eisen, Dreckrampen. Eigentlich alle hier reinräumen und der Öffentlichkeit zugänglich machen. Storage. So. Müsste eigentlich passen. So. Jetzt haben wir es doch bald. Noch einmal Schodder. Im Keller würde ich noch ganz gerne ein paar Fenster machen. Zack. Erledigt. So, die Bretter können sich hier stacken. Sind das nicht die gleichen oder was ist? Wo ist das Problem? Ist einfach so, dass wir die hier hinten reinpacken. In Storage. So stackt es auf jeden Fall. Hier werden wir direkt noch ein paar Dachschindeln anwerfen. Allzu viel gibt es nicht. Aber ein paar. Lassen wir einfach mal laufen. So, dann haben wir noch die Bretter und noch ein Dach.
eigentlich hier rein. Hier werden ja dann so mehrere Dächer drin sein. Das machen wir dann in der Aufnahme. Und hier noch die Bretter rein. Und da klingelt es an der Tür. Wir sehen uns. Bis zur nächsten Folge von Echo. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.